Servus, liebe Freunde, wir sind wieder zurück bei NBA 2K16. Aber wir sind heute im IT-Modus und nicht bei My Career. Ja, sorry, dass letzte Woche leider kein My Team kam. Da hatte ich, was muss ich gerade überlegen, ist auch schon wieder ein bisschen her, wo ich das hatte. Das war in der Woche. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja, da wollte ich halt aufnehmen, aber da kam dann am Abend dieses GTA-Event dazwischen und dann habe ich es auch nicht mehr geschafft und ich wollte auch für Dienstag konnte ich auch nicht aufnehmen, weil ich da meine englische Prüfung hatte. Hatte ich aber glaube schon in der letzten Folge gesagt, ich bin ein bisschen durch den Wind. Wir spielen weiter mit Gauntlet und wir sind bei Spiel 6 angelangt. Wir haben... Ja, 4 gewonnen und 1 verloren. Also, und jetzt holen wir uns Dirk. Und bekommen Brandon Knight und Dave DeBuscher. Ha. Besser geht das ja nicht. Besser geht das nicht. Göttlich. Richtig gutes Team. Mit Dirk. Dann mit Brandon Knight, der eine 84 hat, der hat am Anfang der Saison, glaube ich, eine 81. Der hat sich so stark verbessert bei den Suns. Und dann noch Dave DeBuscher von den New York Knicks, Legendenkarte. Chris Paul. Na, da wird's ja eng. Ah, da hat er D'Angelo. Ich habe Dave DeBuscher. Ah, D'Angelo Russell hat einen 66er Rebound. Das ist richtig stark als Point Guard. Und Brandon Knight gegen Sefolosha hat auch gar keine Chance. Da muss ich aufpassen auf Chris Paul. Ja, aber den kann Brandon Knight verteidigen. Ja, da schlagen wir ihn. Da schlagen wir ihn. Ja, wie gesagt, hier geht es richtig schnell mit der Sucherei. In My Team Online dauert das immer noch ein bisschen. Das spielen nicht so viele, meines Erachtens. Am Nachmittag spielen sie, wie gesagt, eine Menge. Und dann am Abend, nachts, kannst du es vergessen, ab 0 Uhr findest du noch schwer was. Erdball. Ach, Dave DeBuscher. Der muss den guten... Der muss den guten Dirk verteidigen. Aber hier ist mein erster Rebound. Brandon Knight. Ah, Dirk. Don't leave Dirk open. Bang! Erster Wurf drin. Kufte. Was ist das denn für ein Name? Ah, ich spiel mit. D'Angelo. Ah. Ja, D'Angelo Russell ist OP in dem Spiel. Aber. Ach. Double Team, Dirk! Der Buscher, der muss den Rebound holen. Guter Wurf. Was ist ein schlechter Wurf von unserem Gegner? Brandon Knight, komm. Ah, sehr gut. Danken kann er natürlich auch. Komm. Macht denn der? Das war ein guter Pass, muss ich zugeben. Spielt ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Na, der Buscher. Ja, keine Chance. D'Angelo Russell. Der hat dann gegen den Power Forward. Keine Chance. War auch ein guter Schütze. Da müssen wir mal acht lassen. Das ist zu einfach. Das ist zu einfach. Das ist einfaches Pick and Roll, das. Ich wollte den Wurf gar nicht nehmen, weil die machen dann eben keine Würfe mehr. Ja, wie geht der rein? Komm. Oh.
Komm, der Buscher. Ach komm, Dirk, dein Ernst? Das ist D'Angelo. Ah, der ist drin. Ah, Dirk holt den Rebound, schön. Brad Knight hat so schnell einen Wurf, da kann man abdrücken. Ist alles zu einfach. Ich verstehe nicht, wie man das dann auch verteidigen soll. Nur dieses Pick and Roll. Hab jetzt ja nichts dagegen. Und Dirk! Macht er den Dank aus. Und dann steht D'Angelo Russell in der Ecke frei. Und dann... Ich muss einfach das Pick and Roll umlaufen. So sieht's aus. Ja, ich muss es umlaufen. Nee. Ach, komm. Da habe ich schon gut verteidigt. Ich muss trotzdem den Dreier. Ach Gott. Und nimmt doch so einen Wurf, da macht man doch einen normalen Layup. Okay. Drin ist drin. Nee. Endlich. Endlich trifft er den Mann nicht. Und wieder ein dummer Wurf. Ein richtig dummer Wurf. Dirk. Oh, schade. Oh, jetzt liegen wir auch noch hier hinten. Gauntlet. Nein, ach du. Komm, Dirk, wide open. Ah, rebounden. Ist seine Schwäche, Brandon Knight. Na, schade. Wir sind ein bisschen schlampig hier mit um. Er spielt es nicht schlecht. Er hat halt da. Ja. Nein. Ja. Nee. Ach komm. Nee. Ja, Rebound. Huh. Ja, das ist aber A+. Dave the Busher. Schönes Ding. Pick and Roll. Guter Wurf. Da verstehe ich, warum er so einen Mistwurf nimmt. Das ist... Das verstehe ich dann wieder nicht, ja? Weil der Verteidiger steht direkt vor ihm. Und Chris Paul, der trifft ihn auch so weit nicht. Da trifft kein Spieler so. Ach Gott, ich hab... Warte mal, Dirk ist offen. Ja, Dirk. Sehr gut. Noch 8-9. Oh ja, Brandon Knight. Ja, ja. Ah, aber gut. Defense. Ah, Chris Paul trifft den. Seit Chris Paul ist halt ein Memphis-Spieler. Mann, ey. Dave the Busher. Dirk. Und ja. Weißt du, mein das. Na gut, ich hab ihn. Gut, dass ich seinen Stil mit Brandon Knight bekommen habe. Der hat nämlich einen guten Stil. Da muss man nur kurz mal X drücken und schon hat er den. Ah, Dave the Busher? Mann, ey. Ja, jetzt habe ich diesmal gut verteidigt. Und Dirk hier. Schöner Tomahawk. Naja, Tomahawk kann man das nicht nennen. Ein Opa-Dank. Aber es war immer ein Dank. Sieht man von Nowitzki nicht so oft. Mann, lass ihn noch nicht offen stehen. Ja, danke schön für den Ball. Nein. Och nein, wie kriegt der den denn? Oh, Gott, das ist doch so ein Modus, ey. Ach komm.
Nee! Alter, nee! Was ist das denn? Ich wollte ein Behind the Back machen! Bildmain? Man kann das Bildmain. Nee! Nee! Hohoho! Was ein Wurf! Dirk! Oh! Brent Knight. Ja, das ist zu einfach. Der trifft dann den Halfcourt oder sich den Wurf von der eigenen Dreierlinie. Bang! Dave. Auf Dirk. Easy. Ja, da fällt man besser ins Spiel wieder rein. Ah, Mist. Da muss man ein bisschen von der Seite drücken, dann bekommt man den Ball meistens leicht. Brauchen wir nur ein Spiel mit einem hohen Wert, Stilwert. Ja! Nein! Nee! Gute Defense von Brent Knight, danke! Dirk für 3! Bang! Der Rainbow Shot! Schöne Ding. Gutes Double Team. Ja, Dirk mit dem Stil. Ja! Alley-oop auf Brent Knight. Ja! Ja! Ja, unser Ball! Schön! Nee! Dave. Brent Knight. Dirk. Bottom! Bang! 7-Foot Schnitzel! He's on fire! Komm, pass hier rüber zu D'Angelo. Nee. Sehr gut. Komm, Dirk. Step back. Für 3! Oh! Ah, richtig Lust gehabt. Ja, hab's gesehen. Ja, ja, nein. Oh. So gute Defense gespielt, ey. Wie wir das Spiel drehen, ey. Floater. Hero Step. Dirk für 3. Komm, roll rein. Haha, Dirk. 7-Foot-Schnitzel is on fire. Oh my goodness. Schönes Ding. War so klar, dass er da rauspasst. Das ist so absehbar alles. So, Dirk nimmt den letzten Wurf. Warte. Fadeaway Dreier. Oh. Hey. Zerfalosha für 3. Dann machen wir es mal klar. Dirk hier Point Guard. Wo vorher? Aha, aha, aha. Ganz ruhig, warum nicht dauerhaft X spammen? Na los, weiter geht's. Na, ich möchte nicht Cephalosha sehen, ich möchte weiterspielen. Okay. Komm, geh mal in Post. Abdrehen! Ah. Ein bisschen unnötige Würfe am Ende bisher. Schöner Block von Dave. Dave de Buscher. Schönes Teil. Wie er immer rauspasst. Keine Zone oder so, immer rauspassen. Das ist so absehbar. Das kann man so leicht verteidigen. Na komm, machen wir es mal hier klar.
So, der Buscher. Ach komm, jetzt will mich das Spiel doch verarschen. Der war doch ein guter Wurf. Ach du Kacke. Sehr gut, dass wir nicht reingehen. Meine Güte. Ja, und der Dank. Na, geht doch. Noch ein bisschen spannend gemacht. Aber Dirk trifft dir die Dreier. Einfach geil. Schön. Drei Picks. Oh. Sollen wir schon dreimal wählen? Chris Paul, ey. D'Angelo. Dirk. Ha. Geil. Dave DeBuscher mit 4 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Der hat immerhin einen, okay, 69er Dreier, wieso habe ich vorhin Dreier genommen? Weil der ist auch bekannt dafür, dass er eigentlich relativ solide werfen kann. 1,98, 100 Kilo. Okay. Ja, aber wir haben richtig gut gespielt. Wir haben richtig stark gespielt. Haben richtig gut aufgeölt. Haben vielleicht ein bisschen zu viele Würfe genommen. Aber gewonnen. Gewonnen ist gewonnen. Hat richtig Bock gemacht. Wir dürfen jetzt drei Sachen ziehen. Ich bin ja mal gespannt. So. Karte wählen. Ja, immerhin 25 mal Team Points. Ja, da kann man noch mit leben. Oh, und nochmal 25 mal Team Points. Alter, ich bin ja der richtige Abräumer hier. Und nochmal 25 mal Team Points. Dreimal 25 mal Team Points. So. 3, 4, 4, dann haben wir 5 Picks am Ende. Alles klar. Siegbelohnung gesamt. Boah. Bei 25 Siegen bekomme ich ein Silberboard. Okay. Das kann lange dauern. All-Star, All-Star, alles All-Star. Alle Schwierigkeit All-Star. Okay. Na gut. Das haben wir doch super gemacht. Und ich hoffe, man sieht sich in der nächsten Folge wieder bei My Team und ja. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.